Legend ist mittlerweile auch ein großer Teil von mir, weil auch sehr viel Arbeit drin steckt, viele Einflüsse, die auch jeder von uns halt mit reingebracht hat, auch ich mit reingebracht habe. Ja, dementsprechend für uns das Geilste, was wir bis jetzt gemacht haben. Da muss man einfach ganz ehrlich sagen, was die Power betrifft und den Spaßfaktor, gibt es aktuell nichts Besseres als in Legend. Das, was Rock auch einfach ausmacht, ne? Weil jeder von den Leuten ist mit dem Herz dabei und das ist wirklich auch so ein bisschen die Seele. Ne? Das bin nicht nur ich, sondern das sind im Endeffekt alle Mitarbeiter, die wir hier an Bord einfach haben. Ne? Das ist wie Family. Ich nehme mich gerne nachher mal mit und zeig dir mal, was wir alles machen können hier. Ne? Nehme mich gerne mal mit in die heiligen Hallen. Viele User wollten das ja sehen, dass sie gesagt haben, komm, ne? iOhawk, zeig mal, was ihr alles so macht. Ich bin Sascha Arndt, der Geschäftsführer der iOhawk Invest GmbH mit Sitz hier in Krefeld und ich würde euch ganz gerne einmal mitnehmen auf unsere Produktionsstraße und euch einmal zeigen, was wir hier alles so Schönes machen. Das ist unsere Produktionsstraße, knapp 25 Meter lang. Ja. Wir kriegen roundabout 30, 35 Geräte auf die Produktionsstraße. Wir lassen auch zum jetzigen Zeitpunkt alle Geräte über die Produktionsstraße. Laut KBA-Standard müssen wir einen von 100 testen. Wir testen momentan 100 von 100. Dauert auch momentan in der Produktion, wenn es ein Mitarbeiter macht, zwischen 1 und 2 Stunden. Weil du musst denken, du musst den Finaltest machen, Sichtprüfung machen, Bremsen einstellen, ne? Die extra Blinker neu, Abdichtung und so weiter, Hupe anbauen und. Ne? Das dauert schon so ein bisschen seine Zeit. Und das ist also, ich sag ja, das ist der Kabul-Scooter und mittlerweile sagen wir, ja, 40, 60% ist unsere Seele da drin, ist unser Ding da drin. Das ist auch dank der Community, muss man ganz klar sagen, ne? Die immer wieder uns zu neuen Sachen antreibt. Es sind Leute wirklich dabei, die haben auch geniale Ideen. Ne? Die kommen selber an und sagen, guck mal, wollt ihr nicht so? Und das ist echt cool und das lieben wir halt eben auch. Also wir haben ungefähr 25 Meter Produktionsschiene hier. Das heißt, die Scooter werde ich euch gleich zeigen. Kommt hier drauf, läuft halt eben bis zum hinten einmal durch. Das heißt, hier wird alles gecheckt, zeigen wir euch gleich später nochmal. Und wenn wir hier am Ende sind, dann wird der hier eigentlich verpackt. Dann gibt es hinten nochmal Qualitätskontrolle, Finalcheck, Videocheck. Also das heißt, wir arbeiten mittlerweile so, dass wir von jedem einzelnen Scooter auch einen kompletten Film haben. So, und die Kollegen zeigen jetzt mal, was hier alles mit dem iOhawk Legend auf der Produktionsstraße passiert. Beginnend mit der Hupe. Haben wir eine Bohrschablone gemacht. Die können wir hier so dran halten. Ja. Wissen wir genau, wo das Loch gebohrt werden muss. Jetzt müssen wir erst den Deckel abbauen. Die Scheibe drauf. Ja. Hier unten wird die durchgesteckt. Das muss ja hier verkabelt werden. Mhm. Ich mache Test von Hupe. Warte. Ja. Funktioniert. Funktioniert, ja. Dann wird die hier in dieses Loch montiert. So. Das heißt, ihr macht dieses Loch, damit ihr die Hupe dann da montieren könnt? Ganz genau. Okay. Und dann wird die Hupe von da mit dem Kabelmanagement hier verbunden. Richtig, genau. Der hat hier so ein Gummipolster und das wird dann in die Lenkstange reingedrückt und dann ist der bombenfest. Dann kommen wir zum hinteren Blinker. Wie funktioniert das? Mit einer Feder, weil der stramm hier einmontiert werden soll. Der wird hier eingeführt. Gehen wir hier mit durch, greifen die Feder, ziehen die Feder hier durch. Deswegen haben wir diesen Hebel. Und jetzt wird die Feder eingehakt. Hier ist schon das Kabel von der Platine vorne. Mhm. Die werden zusammengesteckt. Und hier reingeschoben. Da vorne ein bisschen rausgezogen wird. Rechts, einmal links und vorne, genau dasselbe. Ja, funktioniert alles. Klasse. Mhm.
Jetzt werden Kabelbinder hier montiert, damit das Kabel hier nicht an dem Reifen schleift. So wird es ausgeliefert. Den Nummernschildhalter muss der Kunde, wenn er den auspackt, hinterher anschrauben. Wir montieren jetzt die Vorderlampe. Dafür benötigen wir einen Schrumpfschlauch, der über den Stecker gezogen wird. Dann mit der Heißluftpistole wird der Schlauch gezogen. Ja, und dieser Stromschlauch ist mit Kleber beklebt, wegen die Wasser nicht kommt rein. Und einmal Licht an. Perfekt. Jetzt muss der Controller noch geflasht werden. Was genau heißt den Controller flashen? Update der Software. Ja. Ne? Jetzt werden alle Steckverbindungen überprüft und in die Platine richtig reingesteckt und dann mit der Klebepistole verklebt. Die hinteren Abdeckungen links und rechts werden jetzt montiert. Das ist das normale Gehäuse und das sind diese beiden Löcher, die wir jetzt verschließen. Jetzt dichten wir hinten nochmal ab, weil wir den Akku rausgenommen haben. Schrauben nochmal abgeklebt. Rechts, links irgendwo Schädigungen zu sehen sind. Eine finale Prüfung quasi. Genau. Das ist natürlich jetzt nur draufgesteckt, jetzt für uns, nur für den Test. Mhm. Muss nachher selber montiert werden, deswegen sind auch an der Seite die Sachen noch lose. Die Gumminoppen sind noch nicht draufgesteckt, das ist nachher vom Endkunden. Das haben wir gesehen, wir haben keine Kratzer auf der Voltanzeige, wir haben keine Kratzer auf dem Display. Die Bremshebel, die sind sauber, sind auch richtig in richtigen Winkeln, die stehen nicht nach oben oder irgendwie etwas anderes. Wir haben das Kabel im Schrumpfschlauch natürlich versehen, mit Licht vorne. Wir haben keine Kratzer auf der Lampe gefunden, auf dem Display nicht, an irgendwelchen anderen Teilen habe ich keine Kratzer jetzt gesehen. Sondern schauen wir, ob hinten auch das Schutzblech gerade ist, mit dem Reifen alles, ob es passt. Mhm. Das gleiche mache ich vorne auch. So, schau. Sag mal, Schutzblech gerade ist, gleichzeitig drehe ich schon einmal das Vorderrad, höre, die Bremse schleift nicht, somit ist die Bremse schon mal eingestellt. Ich bemerke das natürlich auch alles. So, das ist der visuelle Test, sage ich jetzt einfach mal gewesen. Was für ein Test? Das war der visuelle Test. Ich sage, ich gucke einfach nur, ob alles vom Gerät her optisch, ich sag mal, passt, ob irgendwo Kratzer sind, Macken sind, irgendwie irgendetwas nicht passt. Und jetzt dann geht es zur zweiten Seite, wo wir den technischen Test machen. So, den technischen Test, klar. Das Gerät jetzt erstmal einschalten. Ich habe schon eingeschaltet, schalte jetzt nochmal ein. So, dann sehe ich auch direkt, Display funktioniert, 0 Kilometer alles. Dann fange ich an, die Blinker, sind die auch festgemacht. Blinker hinten funktioniert, ist auch fest alles. Mhm. Auf der anderen Seite das gleiche, Blinker funktioniert, festgemacht. Danach fange ich an mit dem Licht vorne. Funktioniert. Licht hinten funktioniert auch. Rechter Bremshebel, linke Bremshebel wird getestet, ob alle Bremsen auch richtig funktionieren. Dann habe ich Licht weg, gucke einmal Display, kann ich alles erkennen. Mhm.
Dann drehe ich einmal hinten das Rad, gebe dann Gas. Da sehe ich auch direkt Tachoanzeige, funktioniert auch. Klar, ich sag mal, wenn jetzt die Luft hängt, fährt natürlich, ich sag mal, schneller. Ich teste natürlich auch, ob die neuen Schrauben schon verbaut worden sind, ob das Deck geklebt worden ist. Sieht man hier schön, es klebt. Mhm. Neuen Schrauben sind drin. Von daher wackelt nichts, bewegt sich nichts. Das ist super. Danach nehme ich dann direkt die Bremse. Teste einmal, teste dann auch nochmal die Hupe. So, und ganz zum Schluss mache ich dann noch ein Video davon. Genau, es geht in den Fahrtest und die Kollegen gucken dann auch nochmal, ob die Bremsen wirklich auch bei Vollgas richtig funktionieren. Ja, das ist so perfekt. Ja, was wir außerdem noch machen, ist klar, wir müssen alle Kartonage von Hand schneiden. Das heißt, wir haben hier so schöne, ne, Schneidegeräte und dann wird hier die Kartonage nochmal komplett angepasst. Das haben wir extra gemacht. Hätte man sagen können, machen wir aus Asien, aber dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn wir, was weiß ich, eine Bestellung haben von 3.000, 4.000 Geräten und bei 4.000 ist es dann irgendwas nicht richtig, wiederum Probleme können nicht vor Ort sein, machen wir einen Großteil der Sachen halt eben hier selber oder eigentlich alles selber und es wird dann hier geschnitten und dementsprechend halt eben auch verpackt. In dem Moment, wo du deine Bestellung abgegeben hast bei uns im Online-Shop, hast du die Möglichkeit, sehen wir das hier sofort auf dem kleinen Tablet. Und dann wird die Ware dementsprechend gepickt. Das heißt, wir scannen die Ware. Hier ist so ein schöner Barcode-Scanner da dran. Wir scannen die Ware. Ja. Und dann kriegst du vollautomatisch vom System eine E-Mail. Ne? Und mit Rechnung, mit allem, was dazu gehört. Das heißt, das gesamte Auftragsmanagement läuft eigentlich fast vollautomatisch. Wir haben jetzt DPD mit reingebracht. Ne? Kostet irgendwie 5 Euro mehr. Und DPD Express. Das heißt, wenn du bis 14 Uhr bei uns orderst, bestellst, die Ware ist auf Lager, geht die Ware noch am gleichen Tag raus und wir garantieren Lieferung am nächsten Tag bei dir. Das heißt, für Leute, die gar nicht warten können, ne, zahlen 10, 15 Euro mehr für die Lieferung. Und die Ware ist aber am nächsten Tag 100% beim Kunden. Das ist das, was wir halt eben auch optimieren wollten, weil wir gesagt haben, hey, das geht gar nicht, wenn ich so ein Ding habe, so ein Ding bestelle, ich kenne das von mir privat, oder das Team kennt das auch, ne? Du willst irgendwas haben, dann willst du es sofort haben. Du hast keine Lust, da 14 Tage, da setzt auch eine Frustration ein. Ja, oder 21 Tage da zu warten, das ist einfach blöd. Ne? Und aus dem Grund haben wir gesagt, Kunden, du kannst wählen, 29,90 für die normale DHL-Geschichte, ne? kann dauern 5 Tage bis hoch, keine Ahnung, 14 Tage. Du hast die Möglichkeit, 2 DPD zu nehmen, kostet 35 Euro. Lieferzeit 2 bis 4 Tage oder du sagst, ich nehme die super DPD Express Option, kostet 45 Euro und du hast die ganze Ware am nächsten Tag, wenn du bis 14 Uhr bei uns bestellst. Kann man auch Click und Collect hier machen? Click und Collect geht auch, natürlich, haben wir auch. Ja. Okay. Und das können wir auch, haben wir auch ganz viele Kunden, die dann draußen stehen, sagen, oh, könnt ihr mir nicht mal einen rausstellen, dann fährt der Kunde draußen. Das funktioniert auch. Kann man auch testen hier? Das geht, ja, aber dann schieben wir den Scooter komplett raus. Der Scooter wird desinfiziert, der Kunde kann das gerne draußen machen, ist kein Problem. Nur wenn er dann bestellt, dann muss er online bestellen, dann schieben wir das Paket, kann auch direkt mitnehmen, schieben wir das Paket raus und muss der Kunde dann machen. Das ist für uns auch eine total blöde Situation, weil normalerweise sitzen wir mit dem Kunden im Showroom, wir quatschen, wir zeigen den Details, aber das ist natürlich pandemiebedingt gerade überhaupt nicht möglich. Legend haben wir den Scooter auch genannt. Weil wir irgendwann gesagt haben, Legend may sleep, but they never die. Auch ein bisschen bezogen auf die Pandemiesituation und aus dem, was, wo wir einfach herkommen. Von 2015 immer neue Innovationen gemacht haben. Oh shit, look what your boy just got. Brand new, what is it called? The Iohawk. Bang bang. 2015 immer neue Innovationen gemacht haben, 2019 die ersten beiden legalen Scooter neben Lime Bird gehabt haben und so weiter. Liebe Facebook-Community, hier ist das Ding. Wir sind mega, mega happy. Ich auch ganz persönlich stecken mehr als 6 Monate Arbeit hinter. Wir haben irgendwie immer mit dem Team den richtigen Riecher gehabt. Ne? Ich glaube aber, dass der richtige Riecher daher kommt, dass wir selber Sachen cool finden. Also wir
Ein Magazin hat mal geschrieben, iOrg sind ist wie kleine Jungs und Mädels, die mit Lego spielen. Und das ist eigentlich auch so. Ne? Das heißt, der Dela, der jetzt gerade viele Sachen macht, hat super viele Ideen. Ne? Kommt immer mit neuen Ideen und sagt, ja, können wir nicht so machen, können wir nicht so machen. Für mich teilweise wirklich hart als Chef, ja, weil er sagt, ah, das müssen wir besser machen, das müssen wir besser machen. Und ich sitze immer da und sage, oh mein Gott, Dela, wir kriegen noch mal 900 oder 1000 Scooter. Danach, ich kann besser machen. Und dann kommt der und sagt, ja, müssen wir hier kaufen, müssen wir hier machen. Ne? Und wir optimieren halt eben immer. Ne? Und das ist, ja, bedeutet uns natürlich ja, unglaublich viel. Und auch die Kooperation mit Cabo bedeutet uns halt eben viel. Besonders gerade, das muss ich ehrlich sagen, auch wenn es so, ja, wenn es so ein bisschen abgedroschen daherkommt, wir freuen uns wirklich vom Herzen, das gesamte Team, dass wir in der Pandemiesituation, in der wir gerade sind, den Leuten irgendwie Spaß bringen können. Ne? Dass du nicht nur draußen spazieren gehen kannst, ne, mit deinen Kindern oder so, sondern du hast einfach, nimmst dir einfach mal einen Scooter und hast einfach mal Spaß. Deshalb freuen wir uns als Team umso mehr, wenn wir coole Fotos bekommen. Das ist echt, das ist wirklich für uns wow. Mir persönlich am besten, gibt es zwei Sachen, also die mir wirklich persönlich am besten gefallen, ist A, die Federung, justierbare Frontfederung, justierbare Hinterradfederung. Federung ist einfach genial. Ja. Und was ich halt eben auch mag, die Kooperation mit Kellermann. Das ist einfach, ehrlich, das ist... Die Blinker? Ja, mega. Du siehst, wir haben, sind komplett multikulturell veranlagt und das ist total schön. Ne? Wir haben ein asiatisches Team, ne, in China. Wir haben hier Deutsche gemixt mit Kurden, gemixt mit arabischen Mitarbeitern. Ne? Wir haben französischen Mitarbeiter. Ne? Das heißt, das ist halt schön. Das ist total Multikulti und das leben wir halt eben auch. Vor allem, wenn man sich dann, ich sag mal, so Geschichten von Leuten halt eben auch anhört, die dann vor 6, 7 Jahren irgendwann geflüchtet sind, ne? Und da auch gerade in diesen Ländern, ich sag mal, richtig gut gehende Firmen hatten. Ne? Und das ist dann schon toll, weil man, wir dadurch halt eben kompletten Zusammenhalt eben generiert. Jeder hilft dem anderen, weil wir eigentlich alle das gleiche Ziel halt eben haben. Ne? Und das ist einfach das, was iOrg ausmacht. Das bin bei weitem nicht nur ich, sondern das ist auch dieses Team, was wir dahinter stehen haben. Ja, cool. Vielen Dank. Gerne. Auch, dass du dir die Zeit genommen hast, einmal hier das ganze den Standort vorzustellen. Und ja, dann würde ich mal sagen, tschüss. Also schön abonnieren. Ja. Und liken, up, swipen, up, down und wie das heute so ist, TikTok oder wie das heißt. Ne? Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Ciao.